Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern hatten wir an der Kommission d'exécution budgétaire de plaisir für den Rapport über den Rapport spécial über die Realisation von Logements sociaux viergestalt zu kreieren von der Periode 2008 bis 2017. Das heißt, vier in der Periode, wo Madame Thanson dann Ministerin für das Logement ist. Nichtsdestotrotz kann ich euch freuen, immer nehmen und den aktuellen Amtsinhaber stellen, dafür dann eure Konstatationen für wäsch. An dem Rapport konstatiert Kur unter anderem, dass immens und Donner fehlt. Dass also es ganz schwer als überhaupt zu evaluieren, ob Konstruktion von Logements sociaux funktioniert oder nicht, weil die Datenbasis ganz schlecht ist. Ich gebe ein paar Beispiele. Die letzten Donner, das sind dann die mehr rezent, über den Park de Logements Locatifs als von 2017, genauso wie die Reserve foncière von der SNHBM an dem Fonds du Logement. Wenn dann aber um den Potenzial foncier geht, den überhaupt zur Verfügung steht für soziale Wohnungsbau, da gehen wir schon auf 2013 verwiesen. Und wenn man da froh ist, wie man am Suivi von der Renunciation vom Fonds du Logement oder anderen Akteuren ist, gehen wir darauf verwiesen, dass da gar kein Donner gibt, dass da gar kein Suivi gemacht wird, ob auf den Terrain, die der Fonds nicht bebaut, hat noch nicht ever drauf bebaut wird. Und was mich persönlich am meisten erschreckt wird, ist, es gibt keine Estimation der Besoin, zumindest wird kein zu dem Zeitpunkt, wo der Rapport geschrieben wird. Das heißt, wir wissen nicht mal, wie viele Sozialwohnungen uns fehlen. Das ist mein Job, was definitiv mit zugegangen ging. Und dann antwortet der vierte Minister, als eine Antwort, sieht, es wäre schwer, Donner von den Gemeinden zu kriegen. Da habe ich ein kurzes Gemeindebudget geguckt, da steht dann allgemein am 728-204 dran, dass wie ein Logement aus euch erwogen hätte sein. In dem Kontext dann, mein Frau und Madame Minister, wie, bis wenn ich, an wie häufig plant der Minister, das Donner in Zukunft zu erheben? Madame Logementsministerin, schön das Wort.